Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein bisschen Anteil geben darf an dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Aufgewachsen bin ich in Braunschweig in einem, mit einem wenig definierten christlichen Glauben. Ich hielt Gott für möglich und mich selber für einen Christen und war schließlich als Baby getauft und dann auch konfirmiert, wobei ich im Konfirmationsunterricht nicht wirklich viel aus der Bibel gelernt habe. Es hat mich auch nicht weiter interessiert. Aber ich ging regelmäßig zur Kirche, einmal im Jahr an Heiligabend. Denn den Großteil meiner Zeit verbrachte ich ganz anders, vor allem auf dem Sportplatz. Jeden Tag war Fußball und Tennis mein Rahmenprogramm, was so die Schule umrahmte. Und dann spielten Partys eine große Rolle in meinem Leben. Ich war immer dabei, wo es was zu feiern gab, ließ wenig aus. Und hübsche Mädels waren von mir auch nicht sicher. Also ich lebte so, wie wahrscheinlich ganz viele junge Menschen leben. Vielleicht ein bisschen speziell war, dass ich immer extrem wissenshungrig war. Ich hatte irgendwann in meiner frühen Jugend den Satz von Francis Bacon, dem englischen Philosophen, aufgeschnappt: Wissen ist Macht. Und das hat mich fasziniert. Ich wollte Macht und deswegen brauchte ich Wissen. Und so war ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die schon als Teenager sich die Chronik des 20. Jahrhunderts nicht nur mal aus dem Schrank genommen haben, sondern sie Seite für Seite, Eintrag für Eintrag durchgelesen haben. Und genau diese verschiedenen Dinge gebrauchte Gott in meinem Leben, um mich dann auf ihn aufmerksam zu machen. Ich habe dann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre und nebenbei habe ich in einem Sportgeschäft gejobbt. Eines Tages war da eine neue Aushilfe, die da auch jobben wollte, ein bildhübsches Mädel. Die passte genau in mein Beuteschema. Und gesagt, getan, ich war noch nie besonders schüchtern, auf die junge Dame zugegangen und gedacht, Mensch, aus uns könnte was werden, was hast du heute Abend vor? Ja, ihr lacht, das hat meist funktioniert. Das Problem war, an diesem Tag funktionierte es nun überhaupt nicht. Die junge Frau war in keinster Weise begeistert und sagte, ich habe schon viel von dir gehört. Ich dachte, das spricht für mich, aber es war nicht so. Sie sagte, sie ist Christin und deswegen wüsste sie, dass aus uns nichts werden kann. Das können wir gleich von vornherein sein lassen. Das wird nur zu großer Enttäuschung auf meiner Seite führen, weil ich Beziehungen anders lebe und mir andere Dinge vorstelle als sie. Und sie grundsätzlich als Christin nur Interesse hätte an einer Beziehung mit einem Christen. Und das fand ich etwas seltsam, weil ich war ja Christ. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man irgendwie mehr oder anders Christ sein konnte, als ich dachte, dass ich es sei. Nun, ich habe nicht locker gelassen, mein Ehrgeiz war geweckt. Und letztendlich war es dann so, dass die junge Dame irgendwann sagte, pass auf, Matthias, ein Date kriegst du, aber ein besonderes, nämlich bei meinen Eltern zu Hause. Und zwar möchte ich dir da gerne mal erklären, warum ich mir nicht so sicher bin, dass du wirklich Christ bist. Nur, ich dachte, wunderbar, die Einladung nehme ich an, das Date, das will ich nutzen, denn dieser jungen Frau muss geholfen werden. Die hat ja sicherlich Eltern, die einfach einen großen Beschützerinstinkt hatten und die alle möglichen Dinge erklärt hatten, die Blödsinn waren. Und ich wollte ihr diese Flausen austreiben. Das war wirklich meine ernste Überzeugung. Ich bin da hingefahren und war überzeugt, dass wir dann den Abend noch irgendwie anders weiter verbringen würden. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass diese junge Frau wirklich wusste, wovon sie sprach. Und ich merkte, ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Und da spielte jetzt neben meiner Begeisterung für hübsche junge Mädels auch mein Wissenshunger rein. Und ich dachte, dem muss ich jetzt nachgehen. Und so fuhr ich nach Hause und fand meine schon inzwischen leicht angestaubte Bibel vom Konfirmationsunterricht, die ich während der Zeit nie aufgemacht hatte, und begann zu lesen. Und gründlich wie ich bin, auf Seite 1. Die lachen, die wissen, was dann typischerweise passiert. Man kommt irgendwann in so Geschlechtsregister, wo dann Leute 900 noch mehr Jahre alt werden. Und dann, wenn man das irgendwie überlebt hat, dann kommt man demnächst wieder zu einem Geschlechtsregister und dann werden die Leute immer noch 400 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut. Dieses Projekt wird jetzt hier beendet und habe die Bibel wieder zurückgelegt. Aber ich musste mir irgendwie doch einen Reim draus machen. Da habe ich gesagt, na, wahrscheinlich ist es so, dass wir Menschen eine Sehnsucht nach Gott haben und uns deshalb einfach unterschiedliche Wege überlegen, wie Menschen mit Gott irgendwie in Beziehung kommen können und wie Gott denn sein könnte. Nun, das wollte ich aber weiter erforschen und so las ich dann Bücher über Philosophie und auch Weltreligionen und stellte fest, eigentlich sind sich die Religionen alle ziemlich ähnlich. Also meine These schien sich zu bestätigen, denn tatsächlich war es wohl so, dass in
allen Religionen es so war, dass Menschen, die anerkannten, dass sie nicht perfekt sind, sich dem perfekten Gott irgendwie nähern wollten, indem sie was taten, irgendwie besser wurden, ihn irgendwie beeindruckten oder zumindest seinen guten Willen eroberten. Es war dann egal, ob das bestimmte Riten waren, die 5 Säulen des Islams, die 10 Gebote. Das schien so das Credo der Religion zu sein. Und es bestätigt mich immer mehr in meinem Denken, naja, das ist letztendlich alles eigentlich mehr oder minder das Gleiche. Bis ich dann an ein Buch kam, in dem der christliche Glaube erklärt wurde. Und ich stellte fest, der ist irgendwie anders. Hier wurde jetzt beschrieben, dass die Bibel sagt, dass wir Menschen niemals gut genug sein können, um vor dem heiligen Gott zu bestehen. Und dass wir deswegen uns noch so sehr anstrengen können, das bringt alles nichts. Und weil Gott das weiß, als der Schöpfer von uns Menschen, hat er das Problem dadurch überwunden, dass er uns eben nicht zuschaut, wie wir uns bemühen, um zu ihm zu kommen, sondern er ist zu uns gekommen in Jesus Christus. Und dann hat er das getan, was uns von ihm trennt. Er hat nämlich unsere Schuld auf sich genommen, sodass wir von unserer Schuld befreit jetzt wirklich Zugang zu diesem perfekten Gott haben können. Und das fand ich überzeugend. Das war das Einzige, was wirklich Sinn machte. Ja, alles andere war für mich und ich denke für die meisten Menschen eine völlige Überforderung. Ich dachte, wenn Gott nun wirklich der Schöpfer sein soll, wenn Gott wirklich uns gemacht hat und weiß, wie verkracht wir eigentlich sind, das wusste ich zumindest von mir selber, dann, und wenn er wirklich Interesse daran hat, dass wir in Beziehung mit ihm kommen, dann muss er was tun, dann muss er die Initiative ergreifen. Und so würde ich sagen, das war im Herbst 1997, war ich dann intellektuell vom christlichen Glauben überzeugt. Aber auf mein Leben hatte das überhaupt keinen Einfluss. Weiter Sport, Partys, Mädels. Plötzlich fing aber was an. Mein Gewissen regte sich. Auf einmal waren die Dinge, von denen ich bisher dachte, die wären total cool, fand ich auf einmal gar nicht mehr so toll. Ich entwickelte Schamgefühle und irgendwie dachte ich, ich muss was ändern. Nun, das Mädel war immer noch hübsch und dann habe ich ihr versprochen, pass auf, ich komme am Sonntag nach Weihnachten. Heiligabend gehe ich sowieso immer. Und den Sonntag nach Weihnachten, da kann man ja auch noch mal in die Kirche gehen. Ich komme mal mit, die ging in eine Freikirche. Bin ich also mit in ihre Freikirche gegangen. Und zum ersten Mal hörte ich eine Predigt, die mich ganz direkt ansprach. Und das, obwohl ich vom Abend zuvor noch erheblichen Restalkohol hatte. Aber das drang durch. Den Sonntag drauf, der erste Sonntag im Januar 1998, war ich wieder im Gottesdienst. Und einige Tage später bin ich morgens aufgewacht. Und ich wusste, Gott existiert. Alle Zweifel waren weg. Und ich wusste, nicht nur, dass Gott existiert, sondern dass er möchte, dass ich ihn nicht weiter ignoriere in meinem Leben, sondern dass ich mich auf ihn zubewege, dass ich ihn kennenlerne. An dem Tag rief ich dann den Vater von dem Mädel an. Mit dem Mädel, das wurde übrigens nie was. Also keine Sorge, das ist nie meine heutige Frau, das werde ich mal gefragt. Aber der Vater ist immer noch ein guter Freund. Den habe ich angerufen und gesagt, Burkhard, ich habe da mal ein paar Fragen. Und dieser Mann war unheimlich geduldig mit mir und hat alle möglichen Fragen beantwortet. So habe ich zum Beispiel gefragt, wenn ich denn nun Christ werden sollte, mal gesetzt den Fall, will ich vielleicht gar nicht, aber falls, muss ich dann sonntags in die Kirche gehen, weil ich spiele eigentlich Fußball und unsere Heimspiele sind typischerweise Sonntagmorgen 10.45 Uhr. Ja, ihr lacht, das war eine ernste Frage für einen fußballfanatischen Menschen wie mich. Und Burkhard hat ganz weise geantwortet, er hat gesagt, weißt du was, im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass du was tun musst. Du musst gar nichts. Aber wenn du Jesus wirklich kennenlernst, wenn du dich wirklich mit ihm auseinandersetzt, wenn du wirklich anfängst zu erkennen, wer er ist, dann werden sich die Prioritäten in deinem Leben grundlegend verändern. Ich hatte inzwischen mein Studium abgeschlossen. Ich bin den Tag nach dem Gespräch nach Hause gefahren, war innerlich ganz unruhig. Und dann kam der Sonntagmorgen und ich bin tatsächlich nicht in den Gottesdienst gegangen, sondern habe noch Fußball gespielt, habe meine Sachen gepackt und bin dann aus meiner Heimatstadt Braunschweig losgefahren zu meinem ersten Job bei der Siemens AG hier in München und fuhr von zu Hause los und mir wurde klar, es gibt etwas, das ich noch klären muss. Und so bin ich zu Burkhard gefahren und habe gesagt, Burkhard, du hast davon gesprochen, dass ich mein Leben mit Jesus irgendwie ins Reine bringen muss. Und dann durfte ich mit ihm beten. Ich durfte ihm, in seiner Gegenwart durfte ich Gott bekennen, alle Schuld, die ich in meinem Leben angehäuft hatte. Ich konnte mein so schwer gewordenes Gewissen wieder erleichtern.
Und ich durfte Jesus sagen, okay, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte wirklich, dass du jetzt das Regiment in meinem Leben übernimmst. Sei mein Herr. Und so kam ich hier in München an als neuer Mensch. Mein Leben veränderte sich. 1,5 Jahre später war ich wieder zurück in Braunschweig und wollte wieder Fußball spielen, sagte aber meinem Team, Sonntag früh habe ich inzwischen andere Dinge zu tun. Meine Prioritäten haben sich verändert. Und ich bat, ob man nicht die Heimspiele auf nachmittags verlegen könnte. Und zu meiner großen Überraschung, und wahrscheinlich nicht nur zu meiner, haben die sich darauf eingelassen. Und so haben wir dann an einem Sonntagnachmittag unser erstes Spiel gehabt in der neuen Saison. Und während ich auf dem Platz stand, um mich aufzuwärmen, höre ich draußen ein paar Rentner reden, die sagen, ja, die Jungs, die wollen Samstagabend einsaufen gehen und deswegen spielen die jetzt nachmittags. Wenn der gewusst hätte, wie das früher immer war. Ich habe trotzdem Sonntag früh gespielt. Aber da habe ich gedacht, okay, das musst du jetzt erklären. Und dann habe ich hatte damals eine Kolumne in der Fußballzeitung und habe dann Lohmanns Corner einen Artikel geschrieben, warum Fußball am Sonntagmorgen die älteren Rechte hat und den sichereren Sieg. Der Pfarrer der lokalen Kirchengemeinde hat das dann gelesen und hat gesagt, Mensch, willst du nicht mal bei mir predigen? So leicht kommt man zum Predigtdienst. Ja? Und dann habe ich gepredigt. Und nach dem Gottesdienst hat Gott mir durch die Hilfe eines älteren Herrn, der in der letzten Kirchenreihe saß, deutlich gemacht, dass Gott vielleicht mit meinem Leben noch was ganz anderes vorhat. Ich habe dann noch 10 Jahre lang Karriere gemacht, aber mir war in der ganzen Zeit klar, der Sinn meines Lebens kann nicht sein, Karriere zu machen und Geld zu scheffeln. Vor 9 Jahren durfte ich dann meinen Beruf an den Nagel hängen und meiner Berufung nachgehen. Und so bin ich jetzt seit 9 Jahren Pastor hier in dieser Gemeinde. Sehr dankbar, dass ich dem Herrn dienen darf und dieser Gemeinde. Und ich kann Ihnen eins sagen. Ich durfte erkennen, bei all dem anderen, was in meinem Leben war, mit Gott macht alles so viel mehr Sinn. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch erleben dürfen.